Hallo und herzlich willkommen mal wieder. Nein, das stimmt heute gar nicht, sondern mal wo ganz anders. Wir sind hier in Lego Worlds. Wer mit ja bei anderen schaut und wenn wir uns da zufällig treffen und man sieht meine Kommentare, dann weiß man schon, ich bin davon nicht so begeistert. Allerdings habe ich mir gedacht, so mit ein bisschen Abstand, ich war vielleicht ein bisschen zu gemein und wollte jetzt hier eine Wiedergutmachung betreiben, indem ich eben selbst mal das Spiel hier ein bisschen anspiele. Auch wenn das Vieh da hinten eher den Kopf schüttelt, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Denn ja, das Baumenü ist zwar wirklich furchtbar, da stehe ich auch noch zu. Aber die ganzen Animationen und alles andere, das ist so liebevoll gemacht. Die Figuren sind putzig und also ansonsten stimmt eigentlich das Lego-Feeling komplett. Und da dachte ich mir, komm, hüpfst du mal schnell in die Lego-World und sagst dem Schutzmann guten Tag. Ja, also man trifft hier auf seiner Reise ständig irgendwelche neuen Leute. Oder hier zum Beispiel eine Ziege, da kann man drauf reiten. Ja, ist schon süß. Gut, auf das Baumenü wollte ich jetzt auch gar nicht nochmal näher eingehen. Deswegen zeige ich nämlich eine andere coole Sache. Ich habe keine Ahnung, das muss irgendwie in meinem ersten Spiel gewesen sein. Oder man hat das vielleicht auch von Anfang an, wie gesagt, also das Spiel erklärt am Anfang nicht sehr viel außer der Steuerung, das sollte man mal dazu sagen. Wer schreit denn da? Furchtbar. Also es erklärt nicht viel am Anfang außer der Steuerung und insofern, ja, ist man ein bisschen alleingelassen, das mag ich persönlich nicht so gerne. Aber auf jeden Fall habe ich abseits von diesen ganzen Einzelbausachen, die man hier machen kann, mit den Stein auf Stein und so, habe ich ein Set. Irgendwoher. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr das Spiel auch habt, hat das jeder am Anfang oder hatte ich da irgendwie Glück, irgendwas gefunden und nicht kapiert? Na, man weiß es nicht. Und weil dieses Set einfach so schön ist, dachte ich mir, zeige ich das in dieser Folge einfach mal. Dazu müssen wir hier in das Menü gehen mit den Modellen. Hier gibt es da die Charaktermodelle, die verschiedenen oder auch die Kreaturen. Die kann man immer erst dann kaufen, wenn man sie schon mal entdeckt hat und draufgesessen hat, wie zum Beispiel die Ziege. Fahrzeuge, die kann man irgendwie so schon kaufen, aber ist ja auch egal jetzt. Es gibt nämlich auch vollständige Sets. Und da habe ich hier das Lego Creator wechselnde Jahreszeiten Set. Ich glaube, das ist sogar ein echtes von 2000 und was. Keine Ahnung. Egal. Und das kann man als Komplettpaket hier jetzt irgendwo hinsetzen. Und ich setze das jetzt einfach mal hier auf den Hügel, weil wir gerade Platz haben. Und da ist es auch schon. Menü. Geh weg. Und jetzt schauen wir uns das mal an, weil das ist wirklich ganz schön putzig. Ja, das kommt hier fertig mit Rasenmäher und einem Grill und einem kleinen Auto und einem kleinen Irren, der hier rumspringt. Und hier seht ihr schon ein E, das ist die Benutztaste. Hier kann man nämlich ganz viel benutzen und das wollte ich jetzt einfach mal hier so zeigen. Zum Beispiel kann man die Lampe einschalten. Okay, ist jetzt unspektakulär. Man kann sie wieder ausschalten. Und man kann sie auch wieder anschalten, wenn man den Rasenmäher nicht trifft, stelle ich gerade fest. Nur aber. Man kann hier auch jetzt Rasen mähen. Okay, ist schwierig, denn Rasen, ja. Ist hier wenig eher gesät. Ist in Lego sowieso eher seltener Rasen, aber egal. Dann kann man hier mit dem Briefkasten interagieren.
Was auch immer da jetzt drin gestanden hat, sie erzählt's nicht, aber es hat sie gefreut. Man kann sich auch hier so schön hinlegen. Es ist einfach, ja. So, genug rumgelegen. Es geht noch weiter. Man kann auch hier mit dem kleinen Autochen fahren. Fahrzeugsteuerung ist, also ich muss sagen, ich spiele es mit Maus und Tastatur, da ist es irgendwie nicht so prickelnd. Ist bestimmt mit einem Xbox 360 Controller oder so wesentlich einfacher zu spielen. Aber egal. Wir wollten jetzt ja auch nicht wegfahren, nur mal so kurz. Und es gibt hier noch mehr, nämlich hier den Grill. Da legen wir mal eine schöne Wurst drauf. Gibt auch immer so ein paar, ja, kleine Steinchen dafür, also Punkte, mit denen wir uns dann wieder andere Sachen kaufen können. Und auch hier gibt es doch noch was. Genau. Aua. Aber der Schmerz wird gut bezahlt mit schönen Steinchen. Hier gibt es da auch noch irgendwo was mit dem Apfel. Also ihr seht, das ist so verspielt, das kann man gar nicht in Worte fassen. Fast alles macht irgendwas und tut. Man kann sogar hier in das Haus reingehen und aus dem Fenster gucken. Und da ist doch noch ein E, was ist das denn? Ach nee, das war wieder... Der Pool ist irgendwie viel größer, als er von außen aussieht. Das muss ich ihm schon lassen. Ja, das dürfte es dann auch gewesen sein mit den Funktionen hier am Haus. Ich wollte das jetzt einfach nur mal stellvertretend zeigen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr von den Sets gibt. Wenn ja, das wäre natürlich cool, weil die Funktionen sind echt zu süß. Und ich werde jetzt mal hier noch ein bisschen in der Welt weiter umherrennen und schauen, ob ich noch irgendwas Spannendes finde. Wenn es noch so ein Set ist, gibt es vielleicht auch noch eine Folge. Na, mal gucken. Ich wollte auf jeden Fall mich ein bisschen entschuldigen beim Spiel, weil ich so niedergeschrieben habe. Und für euch sage ich jetzt erstmal, tschüss, macht's gut. Bis vielleicht nächstes Mal.